In unserem letzten Video entführten wir euch nach Semuc-Xempei, einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Lankin in Guatemala. Neben den berühmten türkisfarbenen Wasserbecken, die kaskadenförmig in den Fluss Canabon hinabstürzen, beherbergt dieses Paradies auch eine beeindruckende Höhle und lädt zu vielfältigen Aktivitäten ein. Im Gegensatz zu vielen anderen Reisenden gönnten wir uns hier eine zusätzliche Nacht, um dem Reisestress endgültig zu entfliehen und die Seele baumeln zu lassen. Nach drei erholsamen Tagen waren wir jedoch wieder bereit für neue Abenteuer und setzten unsere Reise mit frohem Mut fort, in der Hoffnung, am nächsten Ziel einen weiteren wunderschönen Abend genießen zu können. Und weiter geht's nach Flores. Wieder 10 Stunden Busfahrt. Wieder den ganzen Tag sitzen. Aber heute nicht so schlimm, weil es soll den ganzen Tag literweise regnen. Ja, wir verpassen nichts. Schon bei unserer Ankunft am Busbahnhof wird uns aber klar, dass wir heute nicht mal schnell weiterfahren nach Flores. Unser Bus ist mehr oder weniger schon voll besetzt. Gerade als wir dann doch auf unseren Plätzen sitzen, fährt ein Kleinbus vor. Die Reiseveranstalter nennen für uns willkürlich Namen. Manche müssen umsteigen, andere steigen bei uns ein. Wir bleiben im großen Bus. Eine folgenschwere Entscheidung. Sollten wir doch laut der Liste im Kleinbus unterkommen. Statt 9 Leuten im kleinen Bus sitzen bei uns nämlich mindestens doppelt so viele Menschen. Doppelt so viel Gewicht für den schwachen, alten Motor unseres Busses. Bereits auf den ersten 100 Metern werden wir von allen anderen Bussen überholt und tuckern langsam durch das verregnete guatemaltekische Hochland. Wir nehmen es noch locker angesichts unserer 4 Wochen, die wir hier sind. Aber man vergisst doch immer wieder, wie lange solche Transfertage dauern können. Kurzer Stopp an einer Tankstelle, Querstrich Waffenshop und weiter geht's. Wenn wir schneller sein könnten, fährt ein noch langsamerer LKW vor uns und wir denken das erste Mal auf solch einer Fahrt, Mensch, du kannst aber jetzt auch wirklich mal überholen. Kaum haben wir freie Fahrt, ist dann natürlich der nächste Tajamulco nicht weit. Oder der nächste LKW. Aber hey, schlimmer geht immer. Gerade als wir denken, endlich freie Fahrt, erreichen wir einen Fluss, der ausschließlich mit einer Fähre zu überqueren ist. Hier wird uns unsere späte Ankunft zum Verhängnis. Aber seht selbst. Ja, das ist auch Guatemala. Haben uns schon gefreut gerade, dass es weitergeht, dass wir auf die Fähre kommen. Kommt auf einmal die Fähre zurück, aber irgendwann haben wir dann gemerkt, ja, sind ja noch dieselbe Fahrzeuge drauf. Nichts war es, Fähre kaputt. Wir stehen jetzt mindestens Stunde, anderthalb. Und keine Ahnung, ich meine, der Tag war ja eh schon kaputt, aber schon ärgerlich.
Zwei Jungs, welche in Europa wahrscheinlich noch nicht mal arbeiten dürften, sitzen am kaputten Motor und versuchen, diesen zu reparieren. Spätestens als sich die zwei ein Bierchen aufmachen, verlieren wir jegliche Hoffnung, noch heute in Flores anzukommen. Oh Mann, hier, was ein Chaos. Jetzt ist auf der anderen Seite ein Auto vom Fahrer auf die Fähre irgendwie von der Spur gekommen. Die können jetzt auch nicht weiter. Und bei unserer Fähre passiert jetzt gerade gar nichts mehr. Kann gut sein, dass wir hier jetzt übernachten mit 100 Kilometer vor dem Ziel. Aber für die Locals hier gibt es scheinbar keine Probleme, nur Lösungen. Während man das verkeilte Auto aus seiner misslichen Lage irgendwie rausziehen konnte, werden die Arbeiter bei unserer Fähre langsam zuversichtlicher. Und Gott sei Dank sind wir zwar zu spät dran, aber nicht noch später gekommen. Der Stau hinter uns ist wohl kilometerlang. Und ob der heute Abend noch komplett aufgelöst wird, fraglich. Ein Wunder ist geschehen. Jetzt noch mal zerpinkler und dann geht's weiter. Ja, das Ding funktioniert ja jetzt. Aber von der anderen Seite kommen auch wieder LKWs zurück. Und die haben ja jetzt hier die zweite Spur voll gemacht mit Autos. Und die müssen die jetzt eigentlich nutzen. Das heißt, wir haben jetzt gleich das nächste Problem, Verkehrschaos. Wie sollen die Autos, beziehungsweise die LKWs, die da drauf sind, hier wieder wegfahren? Und solange die nicht weggefahren sind, kommen wir auch nicht weiter. Aber wir gehen jetzt mal in den Bus und schauen, ob es bleibt. Ja. So ganz unspektakulär einfach. Mit einer Handvoll km/h geht es endlich über den Fluss zum anderen Ufer, wo uns natürlich ein ähnliches Verkehrschaos erwartet. Wir beneiden die Locals hier nicht um diese Infrastruktur, wohl aber um ihre riesige Geduld. Der Stau hier hält sich letzten Endes an Grenzen. Nach ein paar Minuten haben wir freie Bahn und anderthalb Stunden später erreichen wir endlich Flores. Zwölfeinhalb Stunden später. Und in guter Zeit schafft man die Strecke, glaube ich, in 7 Stunden. Viel früher halt. Aber naja, wir müssen das Positive sehen. Das Wetter ist gut. Ja, wir laufen jetzt direkt ans Restaurant, wo wir uns rausgesucht haben. Heute gibt es mal wieder Tacos. Und dann geht's ins Bett. Morgen früh raus. Wir haben einiges vor hier.
Wallwege werden. Flores liegt auf der Insel San Andres im südwestlichen Teil des Pitten-Itza-Sees. Die mit dem Festland nur durch einen künstlichen Damm verbundene Stadt hat 19.000 Einwohner und ist ziemlich vom Tourismus dominiert. Trotzdem geht es auf dem kleinen Inselchen noch sehr ruhig und gelassen zu. Jetzt wollten wir dahinter eigentlich gerade Frühstücke gehen. Hat jemand eine Nussschale oder ein Boot? Es hat heute Nacht überhaupt nicht geregnet. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen durchs Städtel, Dörfel, wie auch immer. Habe noch mal ein bisschen Bargeld geholt, weil ohne Geld ist halt hier gar nichts los. Und für Kreditkartezahlungen verlangen sie oft 10% mehr Gebühren. Wir haben jetzt 2 Stunden insgesamt, bevor es weitergeht. Das sollte eigentlich hier für die Insel auch reichen. Natürlich, man kann hier auch wieder eine Woche verbringen. Ist schon ganz schön. Alles sehr schön bunt. Eignet sich sehr gut für Fotos machen. Und das machen wir auch. Und dann geht's weiter. Die Insel ist so klein, wenn ich jetzt nicht auf Google Maps geguckt hätte, dann wäre mir gar nicht aufgefallen, dass wir hier schon wieder an unserer Unterkunft sind. Das heißt, wir haben das Ding jetzt schon umrundet. Das sind keine 25 Minuten, sondern 10 Minuten. Unsere Aktivitäten hier beschränken sich tatsächlich auf Fotos schießen und essen. So besuchen wir vor unserer Fahrt zum nächsten Highlight den besten Taco-Stand weit und breit, direkt im Park Central an der Weißen Kirche. Mit einem Tuk-Tuk fahren wir in den Vorort von Flores, Santa Elena. Ab hier fahren Busse über El Remate nach Tikal. Es ist wohl eher unüblich, dass Touris wie wir die lokalen Busse benutzen. Die meisten kommen in Flores an, fahren am nächsten Tag zu den Maya-Ruinen und am gleichen Tag wieder zurück nach Flores, um dort zu übernachten. Wir wollen es langsamer angehen, fahren auf eigene Faust hin und übernachten direkt bei den Maya-Ruinen. Puh, jetzt sind wir mit unserem Nicht-Spanisch das erste Mal wirklich an unsere Grenze gekommen. Dabei wollte uns die Dame vom Ticketverkauf einfach nur erklären, dass sie uns auch ein Hin- und Zurück-Ticket von Tikal verkaufen kann. Und das brauchen wir gar nicht, weil wir gar nicht mehr jetzt hierher zurückkommen wollen. Aber erklär ihr das mal auf Spanisch, während wir schon gar nicht verstanden haben, was sie uns gerade gesagt hat, so richtig. Und wir würden jetzt mehrfach aneinander vorbeigeredet. Dabei war alles schon geklärt. Weil die Sache ist die, man kommt sehr gut mit Nicht-Spanisch hier zurecht. Also hier ein bisschen Wörter, die man können muss, ein paar andere Sätze, die man einfach verstehen sollte. Und der Rest ist mit Hände und Füße und Google Translator und dann passt das. Aber jetzt war es gerade echt so ein bisschen. So, kurz nach El Remate müssen wir jetzt den Bus tauschen. Der direkt. Wer kommt denn du? Ticket? Si. Apropos Ticket. Dieses bekommt man hier schon ca. 10 Kilometer vor dem Park. Das heißt, wenn man am Hotel am Park ankommt, ohne Ticket, kommt man nicht zu den Ruinen und müsste eben wieder zurück an den Ticketschalter fahren. Gleichzeitig bräuchte man aber kein Ticket, um nur in den Hotels am Park zu übernachten. Eines würde also reichen, um am Ankunftstag am Hotel auszuruhen und sich am nächsten Tag die Ruinen anzuschauen. In diversen Blogs steht das aber anders. Auch die freundlichen Beamten am Ticketschalter sind keine große Hilfe. Wir dachten eigentlich, das Ticket
Wenn wir das jetzt kaufen, dann gilt es noch für den nächsten Tag. Also wir kaufen ein Ticket für mehr oder weniger zwei Tage. Das gibt's schon lange nicht mehr. Jetzt müssen wir den vollen Preis für zwei Tage zahlen, obwohl wir in Summe nicht mal einen Tag drin sein werden. Naja, wir sprechen jetzt von 35 Euro pro Person für zwei Tage. In Summe ist das immer noch okay. Aber wenn man irgendwie was anderes erwartet hat und dann auf einmal viel mehr, vor allem in Kizales, hört sich es immer noch viel mehr an. Dann schockiert es einen erst mal. Naja. Ist jetzt halt einfach so. Wir müssen es so oder so zahlen. Die letzten 24 Stunden sind echt so ein bisschen anstrengender gewesen jetzt so für den Kopf. Gerade wird die Sache mit dem Ticket, wo wir mit was anderem gerechnet haben. Und so, unser Busfahrer hat die ganze Zeit telefoniert. Er hat jetzt eigentlich Zeit gehabt, wo ich das Dilemma mit dem Ticket hatte. Und ja, im Park hat man halt keinen Empfang mehr und da vorne um die Ecke hat man keinen Empfang mehr dann. Und er muss aber jetzt noch fertig telefonieren. Das heißt, wir sind jetzt nochmal 500 Meter rückwärts gefahren, damit er wieder Empfang hat. Für zwei Sätze und jetzt fahren wir weiter. Hilfe! 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 Mit unseren jeweils zwei gekauften Tickets in der Hand laufen wir nach der Ankunft in unserem paradiesisch gelegenen Hotel schweren Herzens zum Parkeingang. Heute wird es keine bösen Überraschungen mehr geben. Im Gegenteil. Wir bekommen unsere am Lago de Atilan noch vermissten Nasenbären zu sehen. Und nicht nur einer. Ein ganzes Rudel versucht am Parkplatz vor den Ruinen Snacks von den Touristen abzustauben. Die kleinen Tierchen sind so zahm, dass wir beinahe vergessen, warum wir überhaupt hierher gekommen sind. Bei den Ruinen die nächste positive Überraschung. Vor lauter süßer kleinen Nasenbären wären wir jetzt fast nicht rein. Scheiß auf Tikal. Nasenbären. Hätte ich nicht gedacht, dass ich sag, hier ist sehr ruhig gerade. Wir sind komplett alleine. Fühlt sich an wie bei Indiana Jones. Wir ja, und die 1 Million Moskitos. Ja, wir werden gerade aufgefressen. Und es ist wahrscheinlich gar nicht so warm. Aber irgendwie die Luftfeuchtigkeit muss bei circa also zwischen 300 und 450% sein. Ihr seht, haben wir jetzt gerade leider erfahren müssen, dass man auf die höchste Pyramide hier gar nicht hochkommt. Aber es gibt ja noch andere Maya-Pyramiden, auf die wir hochkraxeln können. Fündig werden wir Mundo Perdido Areal, auch Lost World oder auf Deutsch verlorene Welt genannt. Hier gibt's die derzeit einzig begehbare Pyramide, von der aus man eine Sicht über ganz Tikal hat. Sie ist auch Endpunkt für die Sunset-Touren, weshalb wir auch ein bisschen Ärger mit einem Wärter bekommen. Aber diesen Sonnenuntergang wollen wir uns auf gar keinen Fall entgehen lassen. Auf diesem Tempel haben die Maya die Sternenkonstellation beobachtet und erforscht. Wissenschaftler vermuten, dass man von hier anhand der anderen Tempel durch die Sonnenkonstellation Rückschlüsse auf den Maya-Kalender ziehen kann. Für uns der perfekte Ort und Moment, um sich mit den vergangenen 24 Stunden endgültig zu versöhnen. Und wem diese Kulisse irgendwie bekannt vorkommt, Tikal diente als Drehort für den allerersten Star Wars-Film. Nach 2 Minuten müssen wir schon wieder runter, weil wir haben ja kein Sunset-Ticket gebucht. Aber die schönen Fotos haben wir trotzdem gemacht, weil ich glaube, jetzt ist die Sonne gleich schon wieder weg. Also gerade so Glück gehabt. Er wollte uns gar nicht hochlassen. Und dann mit der Argumentation, ja, es ist 5, hat er uns doch hochgelassen. Also, wahrscheinlich versteht er das selber nicht. Naja.
Vielleicht wurde der Kollege jetzt auch ein bisschen ungemütlicher, weil wir ja alleine jetzt hier im Park sind. Also die Sansa-Tour kann man nur mit Guide machen. Und da wir die nicht gebucht haben, haben wir ja auch keinen Guide, beziehungsweise wir haben allgemein keinen Guide und laufe jetzt hier alleine rum. Und ja, du musst ja um 6 hier raus sein. Und es könnte ja sein, dass man sich irgendwie verläuft. Außerdem wird es jetzt so langsam echt dunkel. Und ja, also hier wollte ich jetzt so die Nacht verbringen. Es hat Brüllaffe, Nasenbären, das sind noch die harmloseste, Millionen, Milliarden Moskitos. Und wenn man Glück oder in dem Fall Pech hat, gibt es noch Jaguare. Und ich rede nicht von den Autos. Aber krass. Schreibt mal in die Kommentare, wer schon mal hier war. Ob ihr auch dieses Erlebnis hier so hattet, dass so wenig los war. Also mir habe jetzt vielleicht in Summe 10, 15 Leute. Mehr Wärter als Touristen. Am nächsten Morgen klingeln unsere Wecker um 5 Uhr. Aus unserer Sonnenaufgangstour wird aber nichts. So sind unsere am Vorabend gerichteten Vesper bereits gegessen, als wir gegen 8 Uhr aufbrechen. Immer noch vor dem normalen Touri-Andrang. Es ist wirklich erstaunlich, was hier in den 1800 Jahren von 900 vor Christus bis zum Rückzug der Maya im 10. Jahrhundert vorgegangen sein muss. Doch die Maya haben sich wohl mit der Zeit übernommen und zu viel von der Natur gefordert. Dürreperioden zwangen die einstige Großmacht zum Rückzug, vermuten zumindest die Wissenschaftler. Wie mag es hier wohl einst gewesen sein? Alles, was hier jetzt steinig aussieht, farbemäßig, war früher rot. Haben wir heute Nacht eine englische Doku angeguckt. Die habe das mit dem Computer rekonstruiert, wie das früher ausgesehen hat. Link unten in der Videobeschreibung. Alles menschenleer. Außer die Lena da unten. Kann aber auch an der Regenzeit liegen und auch daran, dass heute Nacht geschüttet hat ohne Ende und wahrscheinlich auch wieder schütten wird. Uff. Oder allgemein ist hier gar nicht so viel los, wie ich eigentlich immer meine, weil alle in Mexiko hocken, in der Ruine. Dann wäre ja Tikal ein Geheimtipp, glaube ich aber nicht. Und das kann man jetzt sehen, wie man will, was für einen das Highlight hier ist. Aber für uns ist, glaube ich, eher der Dschungel, der sich in den letzten 1100 Jahren wieder das zurückgeholt hat, was ihm die Maya da weggenommen haben. Hier war im Prinzip alles verbaut mit Wegfläche und was da jetzt wieder alles zurückgekommen ist an Pflanzen, an Tiere, ist schon beeindruckend.
Nur die Moskitos, die hätte sie weglassen können. Also wenn wir jetzt die Masse an Menschen hier sehen, die mittags am Start sind. Unser Rat für euch, wenn ihr wirklich Tikal besuchen wollt, wenn ihr in Guatemala seid, nehmt die Zeit, nehmt das Geld, bleibt 2 Tage hier, nehmt euch ein Hotel beim Park, Gesundheit und zahlt 2x Eintritt. Alles ein bisschen zeitintensiver, kostenintensiver, aber man hat es dann einfach mal für sich. Und schon nochmal ein anderer Eindruck, wenn man hier alleine rumrennt, im Vergleich zu, wenn Fotografen rumrennen und die einem direkt ausgedruckte Bilder verkaufen. Zufrieden treten wir unsere Busfahrt aus dem Park an. Wir schließen uns spontan einer größeren Gruppe in einem größeren Bus an. Aber keine Sorge, die Fahrt ist nicht lang. In gerade mal einer halben Stunde erreichen wir El Remate. Von hier aus wird es auch morgen weitergehen. In ein neues Land, eine andere Kultur und neuem Reisestress. Mehr dazu aber im nächsten Video.